Guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Heute ist wieder ein schöner Tag, die Sonne soll scheinen, so hieß es gestern im Wetterbericht. Wie schaut's heute aus? Wie schaut der Wetterbericht heute für morgen aus? Morgen soll es wieder den ganzen Tag regnen, na großartig. Und wir haben kein Glück. Und wir können wieder Living off the Land irgendwas lernen. Also hören wir mal zu. Wir reden heute über Zäune. Zäune sind sehr nützlich, um Weeds at bay and protecting your crops. Also um eigentlich alles zu schützen und ja. Fences werden irgendwann mal nach einer Zeit wieder einbrechen, aber Steine, Eisen und Hardwood-Fences halten länger als normale aus normalem Holz. Okay. Gut, brauchen wir glaube ich jetzt noch nicht. Ich bin gewappnet für das, was wir heute machen werden. Wir werden uns mit diesem Geode hier beschäftigen. Acorn oben abgeben im Community Center. Und natürlich unsere Farm mal wieder betreuen. Gestern hat alles geregnet, aber heute müssen wir wieder gießen. So. Haben wir mittlerweile schon relativ viel. Warum ist unsere Energie so schwach? Wir haben doch rechtzeitig geschlafen, dachte ich. Das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben ja gar keine Energie. Waren wir zu spät dran? Nee, das verstehe ich nicht. Warum kann ich mir eigentlich nicht anschauen, was das hier für... Also so ein Tooltip, was das jetzt genau ist, wäre toll. Weil eigentlich würde ich, glaube ich, gerne... Wir haben jetzt ein bisschen Geld, das heißt, wir können wieder was kaufen. Oh, toll. Beim letzten fehlt wieder Wasser. Gut, dass hier so ein kleiner See ist. So, dann haben wir das abgeschlossen. Dann stelle ich mal ganz schnell das Zeug zurück, was wir brauchen. Wir haben echt keine Energie mehr. Das heißt, da können wir heute nicht viel machen. Ich lasse das alles da. Die Angel würde ich fast nochmal mitnehmen. Und das brauchen wir drüben. Gut, dann geht's los zum Community Center. Wir hatten ja gestern den großen Geburtstag von unserem Bürgermeister, den wir irgendwie etwas zu lange gesucht haben. Ein bisschen sehr lange. Ständig ums Haus herum. So, naja. Gut. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. An die Pinnwand. Da steht nichts. Wir haben nichts zu tun. Der nächste Geburtstag ist Vincent. Ja. Der hat noch zu, richtig. Wir gehen mal hier hoch. Ich glaube, diesmal ist es der richtige Weg zum Community Center. Yes! Sehr gut. Und geben das Ding ab. Ist eh noch so früh. So. Wo war es drin? Hier war es nicht drin. Eichel, das ist ja eher so Herbst, oder? Fall. Eselnut? Nein. Nein. Habe ich mich doch vertan? Okay. Macht nichts. Dann habe ich die Haselnuss dafür gehalten. Aber das macht eigentlich gar nichts. Dann, gut, dann halt nicht. Gut. Dann gehen wir runter. Naja, der Blacksmith wird wahrscheinlich noch nicht da sein. Höchstwahrscheinlich noch nicht da sein. Hi, rede mit mir. Shane. Ja, der mag uns immer noch nicht sonderlich. Oh, guck mal, er macht tatsächlich mal Sport hier, der Alex. Und er war mal ein All-Star-Quarterbacks in der Highschool. Also der redet nur mit mir über Sport. Mhm. Gut, kann ich eigentlich auch hier fischen? Cool. Nö, kann ich nicht. Aber es frisst Energie. Ja, großartig. Also wenn ich die Angel werfe, frisst es Energie, obwohl ich es gar nicht möchte. Das ist blöd. So, also wir brauchen ja immer noch einen Fisch hier. Heute nur, letzte Chance. Wir müssen noch einen Hering fangen. Deshalb bin ich jetzt sehr optimistisch, dass wir das jetzt schaffen. Hm?
Ja, okay, so langsam gewöhne ich mich an dieses Fischsystem, aber ich finde es immer noch nicht gut. Nein, das ist eine Anchovy. Man muss schon wieder aufpassen, dass wir nicht wieder total müde werden. Hey, das Ding hat doch gewackelt. Das ist fies. Wir haben jetzt leider auch nichts dabei, was uns Energie bringt, oder? Ja. Also das verstehe ich nicht. Wir haben ja geschlafen. Warum die Energie so schwach war, ist mir jetzt nicht begreiflich. So, komm. Hering, 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 Hering. Lass es ein Hering sein. Lass es ein Hering sein. Lass es ein Hering sein. Es ist ein Hering. Yay, unser erster Hering. 15 Inches. Wow. Wow. Das ist ja gut. Wahnsinn. Ja, dann schaue ich mal ganz kurz, ob der Kollege da ist. Ja, der Kollege ist da. Die könnten wir verkaufen für 37 und für 30, aber den Hering brauchen wir ja noch. Ich trage es aber mal mit mir rum, obwohl, warum nicht? Komm. Anchovy, Hering. Anchovy können wir verkaufen. Sehr gut, dann haben wir ein bisschen Geld gemacht. Dann müssen wir... Oh Gott, wo war der? Wer war das? Wer wollte das haben? Clint. Clint. Wo war Clint? Wo war Clint? Wo war Clint? Wo war Clint? Ja, hier eher nicht. Jody Kent, Emily, Graveyard, Blacksmith. Ich habe keine Ahnung, wo Clint ist. Steht das vielleicht da? Organize. Ah, hier komme ich auch hin. Na, das ist ja gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen, tatsächlich. Okay, Journal. I need a herring for a taco I'm making. Could someone bring me one? Ja, und wohin? Ne? Wo ist denn Clint? Wo ist denn Clint? Tja, so bin ich ein bisschen einsamer Stein. Sehr schön. Gut. Dann gehen wir erstmal jetzt hoch zum Blacksmith. Vielleicht läuft er uns ja zufällig über den Weg. Ein Taco. Arbeitet der vielleicht im Saloon? Nein, 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 nein. Ach, das ist doch dämlich, ganz ehrlich. Saloon hat noch zu. Jetzt bin ich langsam. Ha, ha, ha. Weil ich aus Versehen die Angel geworfen habe, weil sie unten noch im Inventar ist. Ja, so, klasse. Gut, dann sind wir heute ein bisschen langsamer. Hallo. Marnie, I love animals, Mr. Knulf. If you treat yours, I'll be sure you will... Also, wenn wir was mit Tieren machen, dann werden wir mal tolle Freunde werden. Gut, wir können hier wieder ein paar Sachen kaufen. Ich würde noch mal Blumenkohl nehmen. Tulpen. Also wir haben 120. Und ich würde sagen, wir nehmen hier noch mal Blumenkohl, weil das kostet 80. Und dauert auch eine gewisse Zeit lang. Also ich vermute, langfristig werden... Och, Leute. Langfristig werden wahrscheinlich die... Ja, heute ist echt toll. Oh, reden! Oh, warum sind wir Farmer geworden? Ich möchte ganz viel Geld machen. Es ist mehr als echter, als in der Stadt zu leben. Ich trete in Großvaters Fußabdrücke. Ja. Und ich möchte aus meinem alten Leben fliehen. Ich würde sagen, ich möchte in meinem Großvaters Fußstapfen treten. Ja, das ist schön, dass du deinen Vater so verehrst. Okay.
Ja, ich bin langsam, großartig, super, yay, hurra. Und Caroline würde sich wünschen, dass Abby nicht so viel Zeit in ihrem Raum, in ihrem verbringt. Kann ich hier vielleicht irgendwie einen Energy Drink oder irgendwas Günstiges kaufen, was mir zufällig ein bisschen Energie gibt? Betonung liegt auf günstig. Eher nicht. Na toll. Ah. Das ist halt auch nervig, weil ich, wenn ich mit dem Mausrad scrolle. Hallo. Evelyn. Oh, was ein wunderschöner Tag. Wenn ich mit dem Mausrad scrolle, seht ihr unten, ich komme nicht auf die leeren Dinger. Das heißt, ich habe mit dem Mausrad, wenn ich mit dem Mausrad was auswähle, habe ich immer irgendwas ausgewählt. Ja, und ich hätte aber gerne sowas auch, ne? Hier so einfach nichts ausgewählt, damit eben genau sowas mit dieser Angel nicht passiert. Ja. Und dieser dämliche Angelwurf hat halt genau die Restenergie von uns jetzt komplett verbraucht. Ja, super. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich so eine dämliche Dose von zu Hause mitgenommen, dass wir uns zumindest ein bisschen Energie verschaffen können. Ja, jetzt sehen wir halt gemütlich. Ach, das ist ja das archäologische Ding. Wo war der Blacksmith? Da oben, okay. Alles gut. Ich habe mich nicht wieder ewig verlaufen. Einmal einsammeln, wenn da schon sowas ist. Hallo. So, dir soll ich das geben, habe ich gehört. Na, nicht verschenken. Ich rede erstmal mit dir. Process Geode. Ah, perfekt. Okay. Just place your Geode on my anvil and I'll give them a whack. The price is 25 Gold pro Geode. Gut, dass wir da noch was haben. Okay, dann das heißt, ich gehe dann mal ganz langsam hier rüber, wähle das aus, leg den da drauf. Oder da drauf. Oder da drauf. Anvil, it's made from. Okay, ja, und wie mache ich das jetzt? Hilfe! Du hast doch mir eben gesagt, ich soll es da drauflegen, oder? Aber wie mache ich das? Ich möchte es dir nicht schenken. Das raffe ich nicht. Okay, nochmal. Muss ich nochmal mit dir reden? Just place your geode on my anvil and I'll give them a whack. The price is 25 Gold per geode. Ja, und? Das mache ich doch. Ich verstehe die Steuerung nicht. Oder doch hier? Hä? Nicht verschenken. Ganz toll. Oder soll ich es einfach hier auswählen? Ach, hier! Oh. Okay. So, was haben wir denn bekommen? Ich habe es jetzt gar nicht gelesen, weil ich mich gerade so gefreut habe, dass es funktioniert. Granit, Mineral. Gunther kann uns mehr darüber erzählen, wenn wir es dem Museum stiften. Okay. Ja, dann kriechen wir mal langsam zurück, ne? Oh, das sollten wir unbedingt vermeiden in Zukunft, weil das ist ja echt nervig. Hallo, ein Kilo von 8 Uhr bis 6 Uhr offen. Ja, das ist der nächste Punkt. Ich wollte ja noch was einkaufen, gell? Oh, Zwischensequenz. Okay.
Abysmal hat das Single Piece nicht ein einziges Stück hier in der ganzen Collection. Okay. Aha, okay. Er hat uns entdeckt. Glückwunsch. Was, du hast etwas gefunden? Lass es mich sehen. Ja, es ist Granit. Unglaublich. Wow. Komm, erzähl mir was über Granit. Oh, bemerkenswert. Es ist sehr alt. Und ich würde es sehr gerne in Detail studieren oder analysieren, aber es ist deins. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Könntest du dir vorstellen, dass du neue Artefakte oder Minerale, die du findest, uns spendest? Und wir könnten unglaubliche Entdeckungen miteinander machen. Und wer weiß, wenn du ständig weiter donatest und uns unterstützt, könnte ich dir ab und zu auch mal interessante Dinge dir zuschicken. Denk drüber nach, wirst du? Und es ist, wenn du dich dazu entscheidest zu spenden, dann bring die Objekte einfach an den Frontdesk, an den Eingangsschalter. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch, oder? Ich meine, gut, wir könnten es verkaufen. Würde wahrscheinlich auch ein bisschen Geld bringen. Aber ich glaube, die Idee ist vom Spiel, dass man hier auch was macht. Gut, dann spenden wir mal. Oh, ich darf selbst bestimmen, wohin. Das ist ja toll. Unglaublich. Dann lege ich das hier hin. Woohoo! Cool! Aha. Okay. So, und das war's jetzt. Kein Danke? Aha. Das klingt natürlich sehr freundlich. Okay. Dann gehen wir wieder. Ich krieche langsam nach Hause. Es wird noch ein bisschen dauern und ich hoffe, dass ich noch rechtzeitig bei dem Geschäft ankomme, damit ich vielleicht doch noch das ein oder andere mir kaufen kann. Also das mit der Energie ist echt ein bisschen doof gemacht. Ich weiß nicht. War unsere Energie zu low vielleicht, dass wenn die Energie komplett weg ist, dass man am nächsten Tag nicht fit ist? Ich weiß es nicht. Oh, guck mal. Da sitzen zwei. Mit denen reden wir natürlich mal, ne? Hallo. Hi. Ja, das war ein ausführliches Gespräch. Und immer, wenn ich mit einem technischen Problem mich ärgern muss, mache ich immer einen Spaziergang. Okay. Da ist jemand im Saloon. Es ist jetzt 6 Uhr. Ich glaube, die haben gerade zugemacht da oben. Bin ich mir recht sicher. Oh Gott. Nervig. Aber wie? Nein, ich kann noch rein. Das ist schön. Aber da ist kein Händler. Kann ich trotzdem was kaufen? Nee, kann ich nicht. Schade. Komm, geh da hoch, dass ich noch was kaufen kann. Anscheinend will er nicht mehr. Okay, das macht nichts. Dann gehen wir nochmal ganz kurz hier in die Bar rein. Bevor wir uns dann... Also so macht es natürlich keinen Sinn, dass wir da jetzt ewig lang rumspielen. Saloon ist ja da unten. Hehehe. Richtig. Absolut richtig. Ist das ein Stein und ich kann ihn mitnehmen? Kann ich in den Müll nochmal rumwühlen? Auch nicht, schade. Guten Morgen. Hallo. Ja, wenn wir Geld hätten, könnte ich mir hier was kaufen. Ja, so ist das ein bisschen witzlos. Jetzt reden wir nochmal mit dem Typ. Falls wir den schon mal gesehen haben, reden wir nochmal. Wenn nicht... Okay, ich kann nicht mit ihm reden. Großartig. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Hause. So hat das ja keinen Sinn. Und ich würde fast sogar sagen, wir pfeffern uns eins von diesen komischen Energy Drinks mal rein, dass wir vielleicht nicht ganz kaputt ins Bett gehen. Kann ich nicht so eine Blume fressen? Super. Null Energie. Zumindest 1 Energie wäre oder irgendwie sowas. Und den Hering brauchen wir ja noch. Ach, verdammt. Ja, den Hering. Den habe ich jetzt ganz vergessen. Mit anderen Worten. Oh, Archäologie. 250 Geld kriegen wir dafür jeweils. Oh, das ist doch geil.
Das ist cool. Das gefällt mir. Aber die Delivery wird natürlich schwierig, weil ich nicht weiß, wo Glint ist. Ich gehe jetzt nochmal alles durch. Jody kennt. Graveyard, Männer. Ich finde es halt doof, wenn sie mir nicht anzeigen, wo ich hin muss. Also irgendwie so eine Klinik. Busstop. War das vielleicht doch einer von denen? Oh Gott. Ich krieche, ich krieche. Oh, ich verlaufe mich hinter der Hecke. Oh Gott. Ich will jetzt nochmal gucken, ob einer von da drinnen Clint heißt. Beziehungsweise wir haben doch eine Übersicht. Wer ist denn überhaupt Clint? Social. So, wo ist Clint? Clint, das ist der da. Das ist der nicht. Ja, Louis habe ich schon mal ein Geschenk gemacht. Also da kann ich dann wohl meine. Ist das der Blacksmith? Aber was sollte der Blacksmith denn? Also du bist das definitiv nicht, ja? Nein. Oder? Aber der verkauft ja auch Essenssachen. Drei haben wir noch nicht. Aber er ist der Einzige, der Schnurrbart trägt. Aber ich kann es ihm auch nicht so wirklich geben. Aber der hat doch was, der hat doch noch was mit Essen zu tun. Und der Einzige, der so ein bisschen aus, also Clint, so sieht er aus, der hat einen Schnurrbart. Und ich sehe jetzt nicht einen anderen. Ich weiß nicht, wie die heißen, wenn ihr mir es nicht. Oh, Single, guck mal, da kann man sich dann auch wirklich Freunde machen. Ich sehe jetzt keinen anderen, der so aussieht wie der. Gas, doch, Gas ist das, scheiße. Ah. Du bist das. Du bist das. Clint, oh, danke, Clint. Yep, I'm a blacksmith. Dann hatte ich doch recht. Warum macht ein Blacksmith, warum braucht der einen Fisch? Clint, Hering. Sehr gut. Ah, oh, das ist der Hering, den ich gefragt habe. Vielen, vielen Dank. Und jetzt schauen wir mal, was ich dir schulde. Oh, danke. Delivery und wir kriegen 90 Gold dafür. Immerhin. Und jetzt ab nach Hause, wenn wir das in dieser Geschwindigkeit dann noch schaffen. Da steht er die ganze Zeit darum. Aber dann war meine Vermutung vom Aussehen, dass es der Blacksmith ist, doch ganz gut. Aber warum der jetzt den Fisch da will, macht inhaltlich irgendwie nicht so viel Sinn. Gut, schön. Und dann haben wir jetzt hier noch Blumenkohl, den wir höchstwahrscheinlich nicht anpflanzen können. Oh, komm. Oh, bin ich froh, wenn wir irgendwann wieder schneller laufen könnten. Morgen zum Beispiel, das wäre toll. Großartig. Wir haben richtig viel Geld gemacht, 355. Nur durch zwei Quests. Einmal, weil wir Granit gefunden haben und weil wir den dämlichen Fisch. Ja, der Fisch war da nicht das Problem, den zu finden, aber das Problem war eher, Clint zu finden. Ich habe auch nicht gedacht, dass. Also, ich weiß nicht, Blacksmith. Ich habe ihn jetzt Blacksmith genannt, nicht Clint. Also, irgendwie so ein bisschen. Gut, also, die behalten wir. Duffele behalten. Oh, das ist eine ganz tolle. Guck mal hier, der hat so einen Stern. Kann man die verkaufen? Nö. Gibt einfach nur ein Geschenk. Okay, dann holen wir noch schnell, bereiten wir vor für morgen.
Nehmen das alles mit. Das wollen wir anpflanzen. Das brauchen wir wahrscheinlich eher nicht. Ich trinke jetzt trotzdem mal so eine. Einfach aus dem Grund, weil ich die Befürchtung habe, dass wenn wir total kaputt sind. Yes. Dass wir deshalb. Oh, guck mal, wir sind wieder schnell. Dass wir deshalb am nächsten Tag dann nicht alles regenerieren, ist mein Eindruck. Ich habe keine Ahnung. Es ist zwar immer noch, es ist erst nicht mal 23:30, aber ich gehe trotzdem ins Bett. Weil bringt ja nichts. Und ich glaube, wir haben nichts verkauft heute. Genau, und deshalb bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Stardew Valley. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.